Willkommen in der Bruderschaft von Nord. Unsere Beziehung zum Tiberium ist eines der größten Missverständnisse. Die meisten Menschen wissen noch nicht, dass die Wurzeln unseres Glaubens mehrere tausend Jahre zurückreichen. Lange vor dem Auftauchen des grünen Kristalls 1995 auf der Erde. Dieses Ereignis wurde prophezeit von unserem großen Anführer Kay. Die Existenz von Tiberium wurde jahrelang von der GDI bestritten. Diese sogenannte globale Verteidigungsinitiative ist aber in Wirklichkeit ein kriminelles politisches Konsortium des internationalen Großkapitals, das gierig danach ist, den grünen Kristall zu kontrollieren. Während die GDI die Wahrheit über das Tiberium verschweigt, sammelt die Bruderschaft unermüdlich Proben des kostbaren Kristalls zur Analyse, um sein großes Potenzial als Energiequelle zu nutzen. Die Massenmedien schimpften uns Terroristen. Aber 2019 entlarvten wir die GDI als die wahren Terroristen. Vor allem ihre fortwährenden Vergehen an der Menschlichkeit. Als diese Wahrheit endlich bekannt wurde, weitete sich die Bruderschaft immer mehr aus. Mitmenschen aus allen Lebensbereichen suchten unseren Glauben. Wir versuchten unermüdlich, das Tiberium in aller Welt zu verbreiten, damit auch die Ärmsten von der Macht des grünen Kristalls profitieren konnten. Unsere Bemühungen wurden immer wieder von der GDI und ihrer Armee von Kriegstreibern behindert. Die Folge? Zwei überflüssige Weltkriege, die Millionen von Unschuldigen das Leben kostete. Weil die Bruderschaft nicht durch Kriege zum Schweigen gebracht werden konnte, wandte die GDI eine viel subtilere Taktik an. Sie ließen einfach einseitig internationale Grenzen verändern und siedelten Nordanhänger in den unwirtlichen gelben Zonen an, beanspruchten aber die unberührten und exklusiven blauen Zonen, alle für sich selbst. Nun, der angebliche Tod von Kane hat die Bruderschaft immer mehr zusammengeschweißt und unser Verhältnis zum Tiberium noch gestärkt. Und mit ihrer Hilfe verbreiten wir auch weiterhin in aller Welt den Segen des grünen Kristalls. Und mit lauter Stimme rief er: Lazarus, komm heraus! Und Lazarus erhob sich aus seinem Grab. Ich war immer der Meinung, dass Glaube gemessen wird an Taten, nicht an Worten. Und während meine Kinder meinen Namen verehrten, verrieten sie mich mit ihren Taten. Sie waren vom Weg abgekommen, aber du, mein Sohn, dein Glaube kannte kein Wanken. Nicht in Honduras oder Jericho. Nicht während des Aufstandes in Rio, du riskiertest dein Leben viele Male, um die GDI endgültig und für immer zu stürzen. Und ehrtest meinen Namen. Erneut bitte ich dich, die Bruderschaft ins Licht zu führen. Ich habe gesehen, die GDI ist verwundbar in all ihrer Arroganz und Selbstgefälligkeit. Jetzt kommt unsere Stunde. Während sie sich für Erkenntnisse beglückwünschen, die Nord seit Jahrzehnten vorliegen, werden wir ihre Schwäche aller Welt vor Augen führen. Ajay bespricht mit dir die Mission. Denn auch sein Glaube ist ungebrochen. Sie sind also der Held, über den alle sprechen. Der legendäre Aufständische. Ich hoffe, Sie sind wirklich so gut, Commander. Wir schicken Sie nämlich in die Höhle des Löwen. Sehen Sie. Das ist das Goddard Space Center in Greenbelt, Maryland. Die Bodenkontrolle des GDI ASAP-Systems, ihre gesamte Raketenabwehr. Sie werden mit einem kleinen Team dort drüben die Anlage zerstören. Dann ist das System offline. Aber stören Sie zuerst die Kommunikation, damit die keine Hilfe rufen können. Tarnen Sie sich und tun Sie, was zu tun ist. Ich wünschte, ich könnte Ihnen sagen, was Kane geplant hat, aber das wäre Ihr Ende. War ein Scherz. Aber ernsthaft, Sie sind zu beneiden. Die Welt verändert sich und Sie stehen im Zentrum dieser Veränderung. Aufregende Zeiten für einen Mann. Falls Sie mich brauchen, ich halte Ihnen den Rücken frei.
Und damit herzlich willkommen zu Command & Conquer Tiberium Wars, jetzt mit der Not-Mission. Und zwar gleich am Anfang mit der Goddard Space Center. Sie führen ein Elite-Team unserer besten Männer ins Goddard Space Center, um dort einen Blitzangriff gegen die Bodenstation der GDI-Raketenabwehr auszuführen. Ohne das AZ-System sind die GDI-Einrichtungen im erdnahen Orbit nicht mehr vor Raketenangriffen geschützt. Erobern Sie zunächst den Gefechtsstand der Basis, um die Kommunikation des Feindes zu unterbrechen. Anschließend haben Sie 20 Minuten Zeit, um die AZ-Kontrollsysteme zu zerstören. So. Empfangen Nachricht. Zerstören Sie mit den Sprengmeistern die Mauer und schlagen Sie eine Bresche für den Saboteur. Eigentlich mal eine männliche Stimme, die was ansagt. Geheimdienstdaten aktualisiert. Auch wieder hier die ganzen Geheimdiensteinträge, die ich versuche zu sammeln. Also 100%. Geheimdienstdaten aktualisiert. Interessant. 5, 5, 13, 14, 14, 17, 3, 4. Nicht alles. Ah, geht einiges. Machen wir uns an die Arbeit. Hört die Worte, Kay. Da wir ja letztens GTA erfolgreich abgeschlossen haben mit beiden Enden. Kommt natürlich jetzt noch dran. Für Kane. Und diesmal spielen wir die ganze Geschichte von der anderen Seite her. Empfange Nachricht. Wir müssen die GDI-Kommandozentrale einnehmen, damit sie kein Notsignal absetzen können. Mit einem Saboteur. Schon unterwegs. Geheimdienstdaten aktualisiert. Und Sprengmeister haben wir noch. Unser Schicksal offenbart zwei sich. Stück. Gebäude besetzt. Der große Plan offenbart sich. Es war jetzt noch normal, aber es kommt dann auch wieder auf schwer. Kommunikationssystem, aber sie haben nicht viel Zeit, bevor der Feind Verstärkung bekommt. Also an die Arbeit. Jupp. Empfange Nachricht. Dies Gebäude versorgt die GDI-Wachtürme mit Energie. Zerstören Sie es, um ihnen den Strom abzuschalten. Mach ich. Sonst machen diese Türme starke Probleme. Aber dafür brauche ich. Krieger von Geheimdienstdaten aktualisiert. Nieder mit der GDI! Die GDI wird in 20 Minuten hier sein. Ja? Nein, 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 nein. Wieder. Einstellungen sind Einheit verloren. Ich kriege eh ganze Zeit Verstärkung, von daher ist das kein Problem. Schießt auf alles. Du auch noch da rein. Du auch noch da rein. Und ihr zerstört das Bataster. Veteranenkiste. Brauche ich eine Veteranenkiste? Dann brauche ich nicht. Ja, dann zerstört mal. Macht er gut. Und die greifen schön an. Ah, super. Das brauche ich gar nicht erst versuchen. Okay. Geh nochmal da rein. So, das wird zerstört und das wird zerstört. Verstärkungen sind eingetroffen. Ah. Einheit befördert. Das sieht ja was so lustig aus. Entschuldigung. Hört die Worte, Kane. Ist natürlich nicht lustig. Doch, ist es. Ach, so knapp. Verstärkungen sind eingetroffen. Hier lang. So, ihr geht mal hier lang, bitte. Darüber, Soldaten. Ihr versucht die mal die Seite. Die Türme der GDI sind errichtet, um mit Infanterieverbänden kurzen Prozess zu machen. Ohne Strom sind sie keine Gefahr. Naja, scheiß drauf. Lass dich locker! So, das sind zwei Pitbulls. Keine Überlebenden. Die werden auch zerstört. Das ist ja schön. Verstärkungen sind eingetroffen. Empfange Nachricht. Zerstören Sie diese Kraftwerke, um den zweiten Satz Wachtürme auszuschalten. Okay, das werde ich natürlich. Werde ich das machen? Darüber, Soldaten! Daran. Haltet die Augen auf. Das könnt ihr da ignorieren. Aufpassen. So, da lang. Und ihr Verstärkungen sind eingetroffen. Raus. Danke. Wir kämpfen für Nott. Da hast du uns sogar Helden geworden, okay. Mit erhobenen Waffen. Okay, hier dann lang. Geht ihr mal da lang. Ich kriege ja beide das Ding. Das wäre ultra. Darüber, Soldaten. Einheit wird angegriffen. Ja, Einheit super. Befördert. Soldaten. Sehr schön. Das war's weiter. So, dann ihr bitte da lang. Und ihr zerstört das. Ich weiß nicht, was ich hier will. Sightseeing-Tour. Vielleicht oder so. Soldaten! Ach, die Enden sind auch schon wieder Helden, okay. Einheit verloren. Was? Kampftruppe! Wieso? Achso. Wegen irgendwas. Nieder mit den Unterdrückern! Zerstört das mal bitte, danke. Und. Zerstört. Sein Hallo? Geist. Danke. Sein Wille ist Verstärkungen sind eingetroffen. Kings Wille geschehen. Nachricht.
Dieses Gebäude ist die Leitstelle der GDI-ASAT-Systeme. Wird es zerstört, beginnt der dritte Tiberium-Krieg. Wir leiten den dritten Tiberium-Krieg ein. Geheimdienst sehr schön. Aktualisiert. Einheit befördert. Initialisiere Video-Ablink. Commander, ich werde Ihnen einige Shadow-Einheiten schicken. Sie helfen Ihnen bei Ihrem letzten Ziel. Sie haben nicht viel Zeit, jetzt machen Sie was draus. Ja, sehr gut. Nord-Shadows nähern sich. Da sind. Nee, nee. Da sind. Nee. Neues Bonus-Ziel. Doch, das ist doch. Ziel sprengen, wenn wir nahe genug rankommen. Wir schreiben Geschichte. Ich gebe doch nur. Ich muss doch das hier doch irgendwie auch einnehmen, oder nicht? Habe ich das falsch in Erinnerung? Shadow-Team. Naja. Verstärkungen sind eingetroffen. Oh, da, ich muss vor dem Pit kurz mal noch drauf achten. Unterwegs. Dass die nicht die Shadow Teams sehen. Neues Bonusziel. Saboteur eingetroffen. Erobern Sie mit dem besten Ingenieur der Bruderschaft die Rüstungsplattform, um zusätzliche Truppen zu erhalten. Das meinte ich. Genau das Ziel. Machen wir uns Verstärkungen sind eingetroffen. Sehr schön. Die Schwingen von Nord. Und ihr geht jetzt bitte darunter. Ein Ziel. Und ihr könnt mal bitte versuchen, irgendwie. Ihr könnt doch schon mal hier hochgehen. Dahin, danke. In Bereitschaft. Und ihr springt das mal bitte. Wir haben unser Ziel. Bonusziel erreicht. Sehr schön. Jetzt versuche ich noch, das da einzunehmen und dann. Sollte ich alle Ziele. Gebäude besetzt. Ausbildung. Bonusziel erreicht. Und dann kommen eh nur ein Verschluss. Und so raus. Schaltet sie aus. So. Konzentriert. Wenn sie was jetzt zerstört werden muss, ist das dann. Das war's dann. Infanterietruppen. Wozu jetzt auch immer? Das ist. Unser Leben gehört Kane. Schwachsinn hier, okay. Bum bum. Oh, sehr schön. Oh, ich will dann noch. Geschafft, Commander. Mann, die GDI macht sich in die Hose, wenn die sehen, was Kane geplant hat. Mission erfolgreich. Was ist das für die erste Mission? Da kommt dann noch eine Cutscene. Verstärkungen sind eingetroffen. Mein Instinkt hat mich nicht verlassen. Die Durchführung dieser Mission war ganz exquisit. Ich habe dein Schlachtmenü verknüpft mit meiner Kommandokonsole. Du sollst das Vorrecht haben, den dritten Tiberium-Krieg zu eröffnen. Einen Krieg, der alle Kriege beenden wird. Nur zu, mein Sohn. Drück den Knopf. Schreib deinen Namen in die Geschichtsbücher ein mit dem Blut der GDI. Das Räderwerk des Krieges wurde in Bewegung gesetzt. Die Philadelphia war nur der Anfang. Unsere Truppen werden die Erde heimsuchen wie eine bestialische Seuche. Alle blauen Zonen werden unseren Zorn spüren, aber für dich... Für dich, mein Sohn, habe ich die wichtigste aller Missionen reserviert. Erobere die nordöstliche blaue Zone. Ein geheimer Stoßtrupp wartet schon auf deine Befehle. Kämpfe ohne Gnade, mein Sohn. Die GDI verdient sie nicht. Das könnte ich mir immer wieder ansehen und das mache ich auch. Aber jetzt bringen wir den Krieg zur GDI.
Direkt in ihre verdammten, selbstgefälligen Wohnzimmer. Wir haben zwei Ziele. Andrews Air Force Base oder das Weiße Haus. Mann, ich würde meine Haare opfern, wenn ich bei einem der Ziele dabei sein dürfte. Andrews ist der wichtigste Luftwaffenstützpunkt der Region. Wenn sie ihn vernichten, gibt es keine Angriffe mehr von oben. Das Weiße Haus ist taktisch wertlos, denn das Oberkommando wurde ausgelagert. Aber es ist ein wichtiges Monument. Sie könnten die Feinde etwas ablenken, wenn sie es erobern. Also wählen Sie, es kann nicht schiefgehen. Grüßen Sie von mir, Commander. Gut, haben wir da... Ja, Silber, aber ist ja egal. Haben wir die erste Mission erfolgreich geschafft. Als nächstes das Weiße Haus oder Andrews Air Force Base. Ich denke mal wieder... Die da. A-A-F-B. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.